Heute werden wir das Rad neu erfinden und zwar werden wir uns Shorts anschauen. Ah, wir gucken uns keine TikToks an, sondern Shorts. Ja. Du bist so klug, Digga. TikTok ist out. Durchgespielt. Aber Thomas hat diese Shorts geliked und ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich muss immer weitermachen mit Shift N. Deswegen brauche ich auch hier ein bisschen diesen Platz auch, ja. Shift N. Shorts auf YouTube sind ja nochmal ganz anders. Oder ist Shift N nicht einfach ein neuer Tab? Ne, Shift N ist Next. Ah, oh, Und Shift P ist Previous. Ja, hast du eben gehört? Nee. Nee? Aber sag mal, also, was denn sonst? Before. Ah, oh, Liebe Freunde, wir schauen mal, was der Algorithmus dem Thomas, ich will noch mal ganz kurz wiederholen, dem Thomas in seine Timeline gespült hat. Das heißt, wir sehen jetzt Shorts. Wir sehen Shorts, die Thomas geliked hat. Richtig. Prove you're not ugly, just the angle. Mhm. Was denn? Sah besser aus, ja. Ja, sah besser aus, ja. Ja, aber sah besser aus. Ding ist, manche Leute wissen auch einfach, wie man vor Fotos aussieht. Manche Leute sind einfach fotogen. Und fotogen sein ist jetzt nicht irgendwie das Feld vom Himmel, sondern du weißt einfach, wie du guckst. Du weißt, wie du deinen Kopf neigst. Du weißt, wie du den Mund hältst, aus- und einatmest oder ich weiß nicht was. Die wissen das so. Manche Leute wissen das einfach. Ich bin nicht so fotogen. Das ist schön, dass du so versuchst, so irgendwie jedem Mut zu machen. Aber es gibt auch Menschen, die sind halt auch einfach fotogen, ne? Ich dachte, du sagst, es gibt auch Menschen, die sind einfach hässlich. Das habe ich nicht gesagt. Es gibt manche Menschen, die sind halt fotogener. Ja, okay, manche Leute sind fotogener. Ja, die haben es ein bisschen leichter. Ja, ja, ja. Fucking Julia Beautics. Ich weiß auch. Spaß. Jetzt gucken wir mal, ob auch bei Shorts der Name drunter steht. Ah, fickt euch, Alter. Direkt der zweite Kommentar. Was soll das denn? Krass, Alter. Bei jeder musikalischen Dame ist dein Name vertreten. Digga, du schreibst die Sachen da selber rein. Ja. Das ist, kann ich immer schnell ummelden. Mich triggert es ein Ticken, dass es nicht ganz getuned war, die Gitarre. Ja? Ja, aber da kannst du nichts dafür. Doch, die kann schon was dafür. Kann ja, ja, natürlich, ja. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Was ist das? Was ist das? Das ist denn so. Ist das Wasser gerade zu kacke geworden? Was ist das denn für ein Fiebertraum gewesen? Hey, du, ich dachte, das ist der neue Sonic-Film. Du hast ihn schon gesehen, oder? Ja, der ist Hammer. Genau so ist der Plot. Du musst ihn noch synken. Ja. Alter, willst du aufs Maul? Alter, bitch! Paramount Originalfilm Sega. Assalamu alaikum, mein. Reingefallen! Ratet mal, wer wieder aus der Quarantäne ist! So, wenn Tanzverbot einen Part auf Bunny Bars hätte, boah. Das ist mit AI dann wahrscheinlich gemacht, ne? Weiß ich nicht, ich glaube einfach nur die A Cappella-Spur von Tanzi. Ach so. Das Instrumental lädt, gewinnt ja immer hoch. Ah, okay, mit. Okay, nee, dann hab ich's verstanden. Ach so, ja, ja, ich weiß nicht. Es gibt ja mittlerweile auch so dieses AI, dass dass derselbe Text, aber mit einer anderen Stimme. Genau. Und das ist das nicht. Aber ich glaube, das ist Kato Wayne Away for, oder? Turn for my. Das klingt immer geil irgendwie, wa? Strong! Einfach strong. Tanzi einfach strong. Ich find's echt schade, dass Tanzi nicht mehr Mugge macht. Ja, so ein ganzes Album würde ich mir auch gönnen, auch wenn ich kein Wort verstehen würde. Ohne Scheiß, wenn du eine EP rausbringen würdest, mit wirklich so Tracks, die zum Teil sehr instrumental sind. Mhm. Also gar nicht das, also weil, aber der darf keinen Text machen, ne? Er muss schon so Text machen. Ja, 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 voll. Das ist wichtig. Und ich glaube, einfach so elektronische, krasse Ballermusik, die richtig aufs Maul geht, die richtig hype, die richtig zum Party machen ist. Ja. Und mit dem Text, weil bei elektronischer Musik ist ja häufig ein weniger Text, ist ja weniger Stimme. Und ich glaube, dann reicht das auch. Voll. Ey, ich glaube, das wäre der Wahnsinn. Das wäre echt der Wahnsinn. Ey, schreib Tanzi mal an. Ja, schreib dir mal an. Aber dieses Kill Him in a Way 4, das ist so eingebrannt, wie als würde ich einen Text rappen. So. Voll. Also würdest du sagen, es ist schon anders als TikTok? Ich glaube schon. Es weniger ist bisschen versaut. Es ist ja, das stimmt. Ich habe weniger bisher keine Girls mit großen Brüsten gesehen. Genau. Das war sonst auf TikTok in deinem Feed
immer sehr viel. Mhm. Asiatische Girls mit großen Brüsten. Ja, das wurde gegen Ende immer asiatischer. Das war weird. Ich war einmal in Singapur. Gar nichts mit zu tun, ne? Was denn? Gar nichts mit zu tun. Ich habe nichts damit zu tun. Nee, hab ich nicht. Das ist doch Quatsch jetzt. This girl can. Ach, die malt mit ihren Füßen auch noch. Ey, das ist doch Quatsch jetzt. Niemals. Niemals. Was? Alter. She's doing them all upside down. No one can even comprehend on how this is even possible. And yes, this is actually real. She says this is very calming and peaceful for her to do. Das ist peaceful. Das calming and peaceful. Das wird mich so totstressen hier. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Alles kann. Ja. Imagine. Also, die kann ja alles. Things are incredible. Crazy. Überhaupt mit den Füßen was zu malen, was so gut aussieht, ja, ist schon sick. Mit einem Fuß. Genau, nur. Wenn du nichts anderes tust, außer okay, ich mache jetzt nur dieses eine Bild. So das. Oder zumindest so achtmal dasselbe Bild. Aber es sind alles verschiedene. Ich check das nicht. Boah. Hä, schon wieder Bunny Bars? Oh, noch ein. Wenn ich einen Part of Bunny Bars von Ju hätte. Jetzt unter Osterhase, ich zerstöre die Beat ohne Gnade, bin der erste Mann. Droppe Heat auf Stein, am Release Day zähl ich den Liedermann. Mich zu toppen ist schwer, so wie die Goldketten um den Hals. Und wenn ich euch bette, ist vorbei, denn dieser Boy rappt super nice. Ich hopse auf. Ich finde das geil, Alter, wenn Leute so da was machen. Ich weiß nicht. Hast du was noch nie gesehen? Das nee, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Hä, das ist doch voll nice. Ja, aber macht niemand sonst. Ist doch voll nice, das voll. Leute zu machen. Den Song und mach ein Top-Hit draus. Ich seh wie immer top wird aus, komm ich auf deine Party, dreh die Box voll auf. Nice! Er ist strong. Strong, er ist angestellt. Oh mein Ohr, Alter, das hat ja richtig gebrannt gerade. Ich hab gar nichts gemacht. Du es direkt auf dich ziehst, als hättest du was gemacht. Ja, immer wenn Leute meckern, meckern sie an mir. Das ist in mir schon so unterbewusst drin. Ich hab da so einen Schaden aus meiner Kindheit. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, das ist Palle. Hab ich dir schon mal erzählt, wie ich Julian Bam am Flughafen. Ja, das kenne ich. Nee, hast du nicht. Erzähl mal. Ah, ja, das ist eine Geschichte. Ich habe nur eine Geschichte von Julian Bam. Hey, das ist so eine Lüge. Du fliegst nie. Du hast Flugangst. Ja, voll. Mir gehören Fluggesellschaften, aber ich fliege nicht. Am Flughafen gesehen haben. In Köln. Wir haben uns getroffen und es gab diesen awkward Moment, wo man sich nicht sicher war, umarmt man jetzt den anderen, weil man schon so close ist, oder gibt man ihm nur die Hand? Sagen wir es so. Ich glaube, Ju war bereit für den Handschlag. Und ich bin all in gegangen für die Umarmung. Oh. Ja, war ein bisschen off. Hä, aber das erste Mal war doch auf dem Videopreis. Hast du dich gesehen? Ne? Ja, aber er hat ja noch nicht gesagt, dass das erste Mal war. Er hat doch nur gesagt, ihr habt euch da getroffen. Ach so, ja. Wir hatten einfach so einen komischen Moment auf dem Videopreis. Oder irgendein Preis. Ding. Zeig ich auf dem Videopreis. Da war ich mit Sandalen so. Und da war Palle so. Hat dann, glaube ich, ein Bierchen in der Hand. Stand so komplett alleine einfach so. Ne? Und dann kam ich so an, so mit meinem Anzug. So noch ein Bierchen. Ah, was geht? Ah, hi. Und dann? Nix. Du hast einfach gesagt, ey, was geht? Und der so, ey, hi. Wir wussten nicht, worüber wir sprechen sollen. Der so, ey, mach weiter so. Nee, ich weiß nicht. Es war schon sehr vertraut, aber irgendwie war halt kein Kontext da. Möchtest du, dass ich die schäle? Ich hatte mir da eigentlich noch was anderes Geiles vor. Ich wollte das die... möchte ich jetzt. Ja, war genug, Digga. Ich hatte mit dir noch was anderes Geiles vor. Ey, aber du haust so oft solche Sachen raus. Aber bewusst oder nicht? Also in dem Fall ist es, glaube ich, nicht bewusst gewesen, sondern einfach redet halt so. Gnu ist aber auch eine, die sich auch selber so oft zum Lachen bringt. Das ist auch so irgendwie voll sweet, finde ich. Voll. Ist das nicht zu viel? Das können sie abmachen wieder. Geil. Ja, Mann. Du und ich auf dem Bau würde ich auch fühlen. Meinst du, wir wären gute Bauarbeiter? Ich glaube, wir wären schlechte Bauarbeiter. Weiß ich nicht, aber wir würden coole TikToks drehen, glaube ich. Guck mal! Das hab ich gemacht! Ah, wie cool! Ich kann nicht machen, Alter! Das auf jeden Fall. The feedings are already done today. Boah, der sieht ja cool aus, der Frosch. Wie so ein Cartoon. And Kiwi has decided. Stell dir mal vor, du kannst so was Dickes in den Körper stecken, dass den ganzen Körper füllt. Ich glaube, du hast gerade so die Vorliebe von Leuten beschrieben. Also, ist dir bewusst, dass du gerade einen Fetisch geschrieben hast, so komplett befüllt zu werden? Ist bestimmt ein Fetisch. Ja, möglichst viel in den Körper zu stecken. Bist ja, schon. Es aber gibt Leute, da ist safe, klar. Natürlich. Ja. Ich schau dir das an. What the hell? Boah, das ist... Vor sowas hätte ich richtig Angst, Alter. Da zu sein, wäre größte Panik, die ich hätte. Ich hier, Alter. Hello, buddy. Oh mein Gott, nee, auf keinen Fall. Holy shit. That was insane. Du hast Angst vor so Wasser? Ja, hier da zu sein, dann umzukippen. Ich weiß nicht, ich finde einfach seinen großen Zeh total hässlich. Der hat ja fast keinen Nagel am großen Zeh. Digga, das. Achso, das meinst du? Das. Ja, der ist ja draußen. Ja, aber du kannst. Ja, aber du. Auf einmal kommt das so.
hoch und dann dein Boot. Ach, Quatsch, und dann beißt sich so du so, ah, fuck, ah! Würdest du da nicht ins Wasser gehen? Nee. Niemals? Niemals. Mich würde es schon reizen. Echt jetzt? Doch, mich würde es echt reizen, ins Wasser zu gehen. Also stell dir vor, du bist an irgendeinem Ort im Wasser, wo es wirklich so 5 Kilometer runter geht. Ja. Und du weißt, unter mir ist 5 Kilometer nur dunkle, schwarze, lebensbedrohliche Sphäre. Nee. Und du bist da so. Ja. Und du weißt so, das Einzige, was mich davon abhält, da automatisch zu gleiten, ist, dass ich gerade schwimmen kann. Boah, nee, nee. Aber warst du schon mal richtig tauchen so? Nee, so mit Flasche jetzt nicht. Weil ich war ja schon mal in Thailand, ne? So mit Flasche so auch richtig? So, auch mit hier, wie heißt das? Ja, Flossen. Flossen. Ja, aber so richtig mit so atmen. Ja, ja. Das ist krass. Ja. Das würde ich gerne mal machen. Oh. Nee, ich hatte gar nicht Angst davor. Aber dann später? Ja, dann bin ich reingegangen und ich konnte mich nicht mehr halten. Es war so schwierig, so, ah, ich ertrinke die ganze Zeit so. Und überall, die ganzen Korallen schneiden meine Füße von unten auf. Ich am Bluten die ganze Zeit. Du sollst ja auch nicht mit deinen Füßen an Korallen kommen, Digga. Nee, weiß nicht. Also ich habe nur geschnorchelt und so, wo du, weiß nicht, 4-5 Meter tief. Was mir so Angst macht, ist, du gehst einfach runter, auf einmal siehst du von der Weiten einfach so ein Hai. Ach, Quatsch. Ja, Digga, pro Jahr sterben so wenige Leute an Haien. Glaubst du, du bist der Special Guy? Ja, maybe. Weiß ich nicht. Ich glaube, das Risk ist relativ klein, weil da oben, da passiert gar nicht viel. Weiter unten, da ist der Shit, Digga. Ja, ja, und ich habe Angst, dass da von unten, du guckst einfach runter, kommt so ein Biest auf dich zu, guckt dich so an und du denkst einfach nur, ich kann eh nichts machen, ich kann das Boot drauf, aber der frisst ja eh das Boot jetzt gleich. Du bist einfach dead. Kann ich mal kurz? Können wir gleich da wieder hin? Warte mal, ich muss kurz was, weil ich habe heute was gesehen. Wie heißt das nochmal? Warte, ich hatte da ein Video gesehen. Ih, was ist das denn da? Es war ein super kurzes Video. Warte, vielleicht finde ich das. Es war super kurz. Und das hat mir auch so ein bisschen Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da. Boah, Digga, gönn dir das. Es ist ein animiertes Video. Ach so, animiert, so, ne? Aber imagine, du bist da so. Boah, voll die Wellen am Start. So dunkel, so richtig schwarzes Wasser. Boah, hätte ich jetzt schon Angst, wa? Hey, man sieht's gar nicht. Doch. Boah, ist aber kein Jumpscare, ne? Nee, ist kein Jumpscare. Aber hast du es gesehen? Nee, ich kenn das nicht. Ja, Schisse, du hast es nicht gesehen. Hat man so ganz leicht so Augen und so einen Mund gesehen. Und das findest du cool, ne? Also ich hab so nachts im Bett gesehen und dachte so, boah, okay, jetzt verstehe ich, warum Leute Angst vor... Ja, ich sehe hier was. Auge, Auge, Mund. Ja. Oh, nee. Da habe ich gedacht, okay, das wird mich auch beunruhigen. Ja, siehst du. Wie man stirbt, wahrscheinlich in Filmen, in amerikanischen Filmen jetzt erstmal. Okay. Ja. True. Japan. Indien. Dann sage ich nichts Falsches. In Korea. K-Drama direkt, ja. Direkt Drama. Ja. Ist bei. Ich meine, der Tod von John in unserem Kurzfilm, ne? Ja, das war schon sad. Habe ich jetzt eigentlich erzählt? Dass John gestorben ist. Als der John gestorben ist und wir die Szene gedreht haben, hat er wirklich geweint. Ja. Ja. Weil der ein guter Actor ist. Ja. Method Acting, Digga. Ja. Der hat sich das richtig vorgestellt. Voll, ja. Ist da richtig reingekommen. Voll. Du hast nicht geweint, weil du ein schlechter Actor bist. Nee, ich war dann so, cut! Liebe Freunde, ey, Shorts ist ja ganz anders, als ich dachte. Ganz anders als TikTok. Wir sind in eine neue Kultur eingetaucht. Ich habe Hunger. Ich gehe jetzt was essen. Ja. Was machst du jetzt noch? Ich weiß nicht, ich gehe jetzt auch was essen. Cut!